Herzlich willkommen hier zurück bei einem weiteren Hinterhalt, den wir jetzt hier bei Goldzahn geschafft haben. Und wir würden tatsächlich diese Einheit hier verlieren. Nein, das wollen wir natürlich nicht akzeptieren. Verflixt noch eins. Ich wette, die haben überhaupt keine Chance, aber lasst es uns ausprobieren. Okay, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir die hier verlieren werden. Die haben doch auch gar keine Anti-Large-Boni, die sind doch eigentlich nur alle Anti-Infanterie. Man muss es nicht verstehen. Wir können auf jeden Fall schon mal jetzt hier dann fröhlich in sie reinschießen. Und ich bin der Meinung, dass wir jetzt einfach mit denen hier von der anderen Seite draufrollen. Das sollte eigentlich nicht das Problem werden. Euch stellen wir nochmal ein bisschen weiter nach vorne, weil ihr sollt ja auch euren Debuff wunderschön zum Tragen bringen. Ja, die Krötenreiter machen halt Krötenreiter-Dinge, ne? Was soll ich dazu sagen? Du gehst jetzt noch zur 1, du bist auch Teil der 1, du bist Teil der 2. Du kannst den Großen jetzt hier gleich hart hitten. Du wirst hier ihn ebenfalls hart hitten und du stellst dich da noch mit dazu. So, direkt Pause, Attacke, Attacke. Oh, ich kann beides benutzen. Das ist ja lustig. Also, du greifst erstmal so hier an. Das ist gut. Dann machen wir danach gleich nochmal die ekelerregende Heimsuchung noch als zweiten fetten Debuff auf ihn drauf. Dann haben wir zwei schadensverursachende Debuffs auf einem großen Oger. So, jetzt werdet ihr mal geschwächt. Wenn ich das darf. Wir stärken unsere Winde der Magie. Oh Gott, der bekommt hier so dermaßen schon sein Fett weg. Tja, die Ogre machen hier wirklich gerade eben nicht viel Bett an der Stelle. Will ich euch... Ja, komm, ich beschwöre die einfach mitten rein, die sind mir völlig egal. Du verfolgst den jetzt hier mal gerade eben, dann kannst du dem hier nochmal den Debuff mitgeben. Beziehungsweise den Seelenraub. Und der Krog, der schmilzt, der Kollege, der schmilzt. Was machen die hier eigentlich? Wollen die weglaufen? Man weiß es nicht. Ne, die wollen, glaube ich, einfach nochmal neu anchargen. Das ist das, was hier passiert. Aber jetzt werden sie von den Krötis eingeholt. So, Pau, komm. Komm, Pau, hau den mal. Ich sag doch, dass wir hier keine Einheiten verlieren. Warum sollten wir hier Einheiten verlieren? Wir haben gerade mal 4 verloren. Ich weiß nicht mal, wo die draufgegangen sind. Cool, wir holen uns die Kohle. So, also auf jeden Fall hat der Hinterhalt funktioniert. Und damit sind sie jetzt hier entscheidend geschwächt. Sie haben uns nicht sofort nochmal neu angegriffen. Und dadurch können wir in der nächsten Runde vollgestärkt mit der Truppe in die Offensive gehen. Sehr schön. Okay, damit verlieren wir jetzt hier die Fluchlichtung, Freunde. Dagegen kann ich leider nichts machen. Ich glaube, dass wir insgesamt... Oh, shit, shit, shit. Unsere östlichen Besitztümer hier verlieren werden. Also da, wo Kugas gerade eben unterwegs ist und da, wo Pau unterwegs ist. Ich hoffe bloß, dass Pau das Ganze vielleicht noch so einigermaßen auf den Inseln absichern kann. Ich meine, wir kämpfen jetzt schließlich sowohl gegen die Oger als auch gegen die Zwerge. Das ist natürlich die Herausforderung hier. Okay. Oh! Und jetzt levelt Gawain. Ja, nice. Der Nächste, der ein Dämon wurde. Und was, wir haben ja eine Unterstadt entdeckt. Freedivil macht das weg. Das kann nicht gesund sein, dass das hier ist. Okay, das hat hier geklappt. Wir können hier weitere Sachen ausbauen. Dante hat einen Level-Up und bekam jetzt hier... Oh, seinen Schrein, das finde ich gut. Und Pau hat auch Level 18. Denke, dass ich bei Pau jetzt erstmal. Ja, mehr Nahkampfangriff wäre natürlich auch nicht. Oh, gesund durch Krankheit. Oh. Ja, ja, komm. Erstmal machst du einen schönen fetten Debuff um dich rum. Bebop wurde verwundet. Ach komm, du bist gerade eben erst von mir gebaut worden.
Ja, Bebop wird schon wieder auftauchen. So, die Fluchlichtung, wie gesagt, haben wir verloren. Diese Gebiete hier sind halt einfach nicht zu halten. Christian ist momentan auch mit einem Level... Nee, es ist kein Level-Up, den du bekommen hast. Ja, wir gehen die sowieso alle gleich nochmal durch. So, Gawain, wo bist du? Gawain. Ich kann hier nicht draufklicken. Ah, wir haben die nächste Technologie durch. Wunderstadt zerstört. Gut. Dann lass uns erstmal gucken, was wir jetzt hier noch techen können. Eine einzige Technologie ist hier noch möglich. Und hier haben wir sowieso schon jede. Also Leute, wir sind jetzt kurz davor, jetzt hier die letzte zu machen. Dauer der Seuchenimmunitäten wird nochmal reduziert für unsere Seuchen. Für die neuen wohlgemerkt. Und die Seuchendauer wird schwierig werden für die KI jetzt hier dagegen zu halten. Ihr seht auch, ne, wir waren jetzt neulich noch bei 14 Seuchen. Jetzt sind wir schon wieder hoch auf 16. Also die pingpongen ja jetzt schon. Und das sind noch die alten. Hallo Konquater. Das mache ich erst, wenn wir hier... Warte mal, hier haben wir, wie gesagt, Wachstum. Kontrolle. Dann baue ich das halt doch schon mal rein. Die Nörgelkorruption wächst auf jeden Fall schon mal hier. Und hier... Boah, das ist nicht gesund, was jetzt hier gerade passiert. Das ist gar nicht gesund. Das Gemeine ist, ich kann halt nicht mal so Truppen rekrutieren, ne? Das ist voll gemein. Nicht mal in der Stance für... Ihr wisst schon, nicht mal in der Lagerstance können wir das als Nörgel. Das ist eine unserer großen Einschränkungen. Okay, da drüben läuft nochmal eine Ogre-Armee. Sag mal, wie viele Ogre-Armeen laufen hier eigentlich rum? Ich mache mir gerade eben wirklich Sorgen um Pau, weil, wie gesagt, Pau hat die Unsterblichkeit verloren. Beziehungsweise die haben die alle gerade eben nicht. Ich wäre jetzt dafür auf jeden Fall schon mal jetzt hier dieses Ogre-Lager hier zu plätten. Und dann muss ich mich echt ein bisschen zurückziehen. So, immerhin hat Chio nochmal gelevelt dadurch und ein neues Reittier bekommen. Lebenspunkte wäre jetzt gerade das Thema. Hier wollen wir nicht eingreifen. Wenn ihr da reingeht, sie könnten hier nur marschierend hin und ansonsten... Ja, also wir sind hier safe, das ist das Wichtige. Wir können hier kurz drin rumstehen, ohne dass es für uns fatal wird. Hier kann ich leider keine Armee blockieren, weil die Wahrscheinlichkeit einfach viel zu gering ist. Schön. Dann level doch beim Stehlen der Technologie. Eieieiei. Stimmt. Ah Gott, das war Gawain. Der wurde jetzt hier umbenannt. Moment. Gawain. Ist jetzt wieder am Start. Eisenherzen, aufgedunsener. Du hattest, genau, sehr viele Chaoskrieger. Vorhut des Chaos. Und du hattest sehr viele Reiter, aber auch Trolle. Es sind immerhin dir nochmal ein bisschen besser. Der große Schädelsee hier. Oh, was ist das? Ah, das ist dieses... Das gebe ich dir direkt. Wir haben nur 43... Okay, die Viecher haben ja überhaupt nichts zu melden gegen uns. Wir werden sie direkt plündern und besetzen, weil der Weg so weit war. Und da drüben hat es auch nochmal ein paar lästige welche. Du stellst dich mal da in Epidemius, damit die jetzt hier nicht die kollektiv angreifen. Ihr kommt wieder raus. Ich weiß ja nicht, ob die noch irgendwelche Armeen irgendwo verstecken. So. Und mich jetzt hier blockieren würden. Und dann würden sie wieder alleine kämpfen. Und das wäre dann wieder äußerst tödlich. Oh, das ist nice. Das nehmen wir mal hier rein. Zuffbar. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade eben Geld hinein investieren sollte. Denn ich habe keine Verteidigung für diese Gebiete. Ach Gott, die läuft ja hier immer noch rum. Und ich habe gerade keine Armee in der Nähe. Oder? Doch, ich habe eine Armee in der Nähe. Die von Dark Neolux. Also sie hat auf jeden Fall jetzt nichts besonders Mächtiges. Ich
ich möchte Eilhard definitiv Ihnen nicht überlassen. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein und stärken sofort die Truppe von dir. Wir nehmen noch mal ein paar Trolle mit rein. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da. Was können wir noch reinnehmen? Nochmal zwei weitere Ritter wären nice. Und dann ist halt noch der Platz für unseren Bebop, der gerade eben beurlaubt wurde. Also Grünburg auf jeden Fall. Ich möchte da gerne mehr Geld verdienen, wenn es nach mir geht. Eilhard ist halt jetzt Frontgebiet. Also machen wir nochmal was mit Verteidigung bei Eilhard rein, aber nicht zu viel Geld hier ausgeben. Wir wissen nicht, wie es läuft. Wo haben die ihre letzte Siedlung? Da! Ist Quenelle ihre letzte Siedlung? Oh, wäre das die Gelegenheit, sie endlich zu... Ja, ist es. Oh, ich muss nach Quenelle. Okay, jetzt wissen wir's. Kislev, wie es brennt und lebt. Ich lasse es ja immer noch beschädigt. Ich werde das jetzt mal nicht reparieren. Wo sind meine Armeen? Tamokan. Tamokan, der hat ja immer noch gerade eben belagert. Jetzt verlieren wir keine Units mehr. Schön. Das ist wieder sehr viel wert. Und werden das Ding sofort jetzt hier natürlich besetzen. Karagirn ist nicht mehr in Zwergenhand. Okay, Tamokan, mein Freund. Was geben wir dem Typ noch? Der hat, glaube ich, jetzt schon alles, ne? Ja, da sind wir schon hier bei anderen Dingen. Den können wir schon automatisieren. Leo-Juwe, du bekommst. Ja, auch nur noch solche Sachen jetzt hier. Kannst du halt besser verwunden. Ihr seid alles schon so langsam aber sicher komplett ausgelernt. Ihr habt euch euren Gesellenbrief des Nörgel hart verdient. Naja, es könnte sogar schon bald eine Meisterschaft sein, ne? Druck. Druck bekommt noch mehr Klingenschild fürs Erste. Stiller Wolf bekommt dann den Abschluss des fleischlichen Überschusses. Danach kann man noch den Fluch der Aussätzigen abschließen und dann bist du eigentlich auch schon so gut wie fertig. Was mache ich jetzt hier bloß bei Grenzstadt? Also nominell? Ah, guck mal, der ist da oben verschwunden. Wir holen uns jetzt hier mit dem Treuherzigen erstmal Migdal von Balrakt irgendwas. Und werden das Ding einfach direkt plündern und besetzen. Eine weitere Provinz ist gesichert. Wir haben die Zwerge jetzt also komplett jetzt hier aus der Grenze hier herausgetrieben, aus dem Schwarzen Gebirge. Dann machen wir noch mehr Chaos, Korruption und Geld hier rein. Das ist ja alles hier noch mein Gebiet. Wir gehen in den Hinterhalt und versuchen jetzt... Oh, ich bin zu weit gelaufen. Ich dachte, das wäre alles noch mein Gebiet. Das ist doof. Nee, ich möchte, dass sie schon noch regenerieren dürfen. Das war jetzt nicht der Plan, dass das passiert. Kannst du diesen Zwerg hier wegmessern, Godzilla? Sehr unwahrscheinlich, aber... Nein, fataler Fehlschlag. Okay, Godzilla wurde verwundet. Na, ah, verdammt. Die haben halt leider alle schon so hochstufige Helden, ne? Da ist es schwierig, da sich durchzusetzen. Wer ist das? Ah, Bierentchen hat hier noch immerhin ein Level sich geholt. Ja, ich probiere noch mehr am Armee blockieren, ihm jetzt hier beizubringen. Der Treuherzige hat jetzt hier nochmal einen Sieg davon getragen. Ich kann auf jeden Fall schon mal die Reiter hier verbessern, ne? Geschwindigkeit und Bösartigkeit. Dann haben die nochmal ein paar Boni mehr jetzt hier an der Stelle. Okay, also wir können jetzt auch hier vorrücken und wenn hier der Treuherzige fertig ist mit zwei Armeen hier Richtung Arkendorf, wobei, dann fängt es an wirklich ungemütlich zu werden, ohne weitere Boni, die vielleicht ganz gut wären. So, Gawain levelt auch. Mein lieber Gawain, was machen wir denn mit dir? Gib dir erstmal sammeln.
Okay, dann haben wir hier das Schwarze Gebirge, wie gesagt, erobert. Kontrolle und Wachstum. Wie sieht's eigentlich aus? Hey, guckt mal, wir sind nur noch gering. Ich fass es nicht. Demnächst können wir wieder Diplomatie betreiben. Das ist doch nicht zu glauben. Ja, ihr seht, Golzahn und die Jünger von Hashut wollen eigentlich ganz, ganz dringend Frieden, weil sie einfach komplett geschwächt sind. Aber ich kann es halt auch nicht herzaubern. Apropos herzaubern. Ich möchte hier mal wieder eine Krankheit herzaubern. Hat irgendwo eine mit Blüte? Nein. Okay, ich mache jetzt hier eine mit Verlustverstärkungsrate. Für mich und der Feind soll geschwächt werden. Unterhalt für alle Einheiten. Der Feind soll teurer werden und weniger Geld bekommen. That's the plan, baby. Und wir infizieren ihn damit. Wunderbar. So, jetzt heilen unsere Truppen hier schneller. Sie sind billiger dadurch auch ein kleines bisschen. Und ich hoffe, dass die Krankheit hier sich noch auf die Zwerge ausweitet. Denn aus irgendeinem Grund sind die hier noch völlig unbedarft. Man weiß nicht so hundertprozentig, wieso und wie das möglich ist. All das hier bringt nicht wirklich was. Okay, nochmal alle Truppen durchgehen. Okinjay, wie gesagt, wartet immer noch da drüben darauf. Also die Bretonen wollen sich wirklich nicht in diesen Krieg einmischen. Das finde ich hochgradig faszinierend. Kann ich eigentlich noch Geld ausgeben? Ja, klar, im Avaland, Grenzstadt. Habe ich gerade erobert. Klingt nicht so gut. Bergnagelfari, können wir auf die höchste Stufe jetzt hochgehen. Nice. Die Blutfeuerfälle genau das gleiche. Doppelnice. Die Dracheninseln. Oh ja, die höchste Stufe davon. Bringt auch nochmal ein paar nette Boni mit. Und was kann ich... Ich weiß immer noch nicht, was dieser Käse soll. Wir machen hier vorsichtshalber Verteidigung rein. Hier nochmal ein bisschen Kohle. Das ist gut. Hier kann ich auch nochmal ein bisschen mehr Kohle verdienen. Der Düstersee mit Zufbar haben wir uns dazu entschieden, erstmal nichts zu machen. Wir können es nicht wirklich verteidigen. Hier das Goromatni-Gebiet ist deutlich verteidigbarer geworden. Und damit war mein Geld plötzlich auch schon ziemlich weg. Gehen wir in die nächste Runde. Ja, da beschützt du das eine und dann verlierst du das andere. Die hat ernsthaft Bärenkämpfer? Oh, das ist nicht cool. Oh nein, Wiesenland hat jetzt übers Reich. Okay, sie haben es nicht genommen, sie haben es geplündert. Und der Wald der Finsternis... Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, das könnte ich auch nicht verteidigen, wenn ich da eine Fullstack drin stehen hätte, egal welche. Vier Fullstack Endgame-Zwergenarmeen. Es sind ja nur drei. Es sind nur drei. Sind aber trotzdem ein bisschen viel für uns, würde ich mal sagen. Bissel. Wir sind übrigens schon durch die langwierigen Ladefraktionen durch. Das heißt, wir können es hier gerade eben noch gemeinsam durchtickern lassen. Ihr seht, es geht jetzt hier relativ schnell. Es sind immer dieselben zwei nach wie vor. Siedlung von solchen Befallen, Heulengrube, Frostlande. Ein Laurer der Dunkelelfen entdeckt. Siedlung ausgeraubt, Reikland, Siedlung verloren, ja. Wilde Jagd. Tamorkan ist autoritär geworden. Noch mehr Seuchen. Da könnte auch eine Sammelmeldung kommen, wenn ihr mich fragt. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich angenehm, wenn man eher eine Sammelmeldung bekommen würde. So nach den Worten, also so ein Bild und dann alle Siedlungen, die von Seuchen befallen worden sind. Wäre vielleicht sinnvoller. Oh, hi, diddly ho. Ja, ich hau dann mal einen Sack, ne? Lülülü. Oh Gott. Die miesen, kleinen, dreckigen Hirn. Ich guck mal gerade eben mal bei Kugas, der... Ich glaube, er kann durchaus auch ein paar von den guten Einheiten vertragen. Das Problem ist bloß, wie viel kann ich mir leisten? Hier? Nicht so viel. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Und dann hole ich ihm trotzdem nochmal so einen großen oder zwei von den großen Dicken hier rein. Und jetzt kann ich noch eine Einheit hier reinholen. Die Frage ist bloß, was nehmen wir da? Na gut, es bietet sich eigentlich wieder so
so einer hier an, ne? Specimens for the battle study. Wir haben wieder eine Full Stack. Oh, wie weit kommt der eigentlich? Viel zu weit, aber nur wenn er marschiert. Epidemus. Ich frage mich, ob Epidemus die Festung von Dorsine Wort schafft. Ja, easy. Easy going. Das bringt ja sogar richtig Asche. Und er kann sogar noch direkt erobern. Ja, dann... Keine Diskussion, das ist toll. Ich möchte mich beschützender vorstellen, was jetzt hier gerade eben ankommt. Ja gut, aber das ist... Ich glaube trotzdem, dass wir das gewonnen hätten, aber man muss ja nichts riskieren, ne? Dafür laufen die ja zusammen rum. Klingenschild für den Silent. Das Ding ist jetzt beschädigt. Ich gehe sogar raus, wie gesagt. Ich regeneriere dadurch ein bisschen weniger, aber das ist mir recht. Die Beulenpest jetzt hier für Luke. Okay, Bierähnchen. Kannst du jetzt endlich eine... 14%! Ich bin begeistert. Sag mal, wie viele fatale Fehlschläge bekomme ich eigentlich bei meinen Agenten? Ich frage einfach nur so. Das ist völlig ohne Wertung. Natürlich ist es nicht ohne Wertung, verdammte Axt nochmal. Ja, wir machen das jetzt hier noch rein. Sehr schön. Winterfeuer. Oh, kann ich auch noch mehr Geld verdienen. So. Denn wir wollen noch mehr Armeen. Ich habe es übrigens tatsächlich geschafft, alle Freiwilligen inzwischen in diesem Spiel unterzubringen, die Stand jetzt, wenn ich das aufnehme, Freiwillige auf meinem Kanal sind. Tatsächlich würden die Nächsten jetzt hier, ja, einfach so heißen, wie sie heißen in diesem Spiel. Da kommt jetzt leider echt viel. Ich bin jetzt ein Fan davon zu sagen, wir ziehen uns klipp und klar hier zurück. Wir versuchen uns jetzt hier hinzustellen mit Christian hier, der immerhin schon Level 35 ist, der soll also auch nicht sterben. Beim Treuherzigen mache ich mir jetzt halt wieder ein bisschen mehr Sorgen um seine Gesundheit. Kommst du bis da drüben hin? Ja, kommst du, das ist wichtig. Dass ihr euch gegenseitig hier so ein bisschen abdeckt, falls die Zwerge jetzt hier auf crazy Ideas kommen. Wolfenburg ist jetzt endlich weiter. Aber ich habe kein Geld mehr, um es noch weiter auszubauen. Das muss ich halt alles nächste Runde machen. Hier können wir auch noch Wachstum und Kontrolle reinzimmern. Okay, Tamorkan. Tamorkan, mein Plan ist es, auf jeden Fall Karak-Izor zu nehmen. Hier sind aber noch Waldelfen im Weg. Also gehen wir erstmal mit ihm da runter. So, die Armee hat sich bewegt. Dann haben wir noch Pau, der ist immer noch auf der Insel da drüben. Ockenjay, nee, Pau ist nicht. Pau ist das hier. Nicht verwechseln. Ey, ohne Witz, wir nehmen den Splitterfels bei der Gelegenheit. Wenn die hier so doof sind und hier so rumstehen. Gar kein Problem. Einfach besetzen und schon gehört uns der Laden. Die Ogre haben hier definitiv nicht genügend Kampfkraft. Und das war ein kostenloser Level-Up. So, das kann ich ja auch nochmal das Sammeln reinmachen. Weil die können ja auch noch ihre fetten Boni abgreifen für den Level 7. Rüstung. Ne, wir machen hier noch weiter das Tor des Nörgel. Splitterfels ist, wie gesagt, jetzt wieder unser. Belrea. Belrea muss in diese Richtung vorrücken. Wie Tevo. Und wird jetzt wahrscheinlich... Es wird garantiert nicht klappen, aber wir werden uns trotzdem jetzt hier mal in den Hinterhalt stellen. Und es wagen, ein Kislev zu reparieren. Ja, Belrea ist dahin gerückt.
Wir haben alle. Mehr kann ich nicht machen. Dann gehen wir wieder in die nächste Runde und hoffen auf das Beste. Na, da geht's auch schon weiter mit der Plündertour von Wiesenland durch Reikland. Oh, sie haben sogar Grünburg genommen. Das ist ätzend. Ey, ganz im Ernst, das beliebe ich jetzt aber einfach mal. Also, wir haben sogar eine Festung, beziehungsweise eine Stadt. Die kommen jetzt komplett kollektiv von da. Wobei ich nicht weiß, wo ihre Bogenschützen sind. Oh Gott, das sind Dampfpanzer. Jetzt weiß ich, warum ich hier so Probleme haben soll. Oh, das ist nicht schön. Wir werden trotzdem jetzt hier diesen Turm nehmen. Und uns hier so aufstellen. Ich will halt, dass der olle Dampf... Ne, wir stellen uns hier so auf. Ich will, dass der Dampfpanzer uns halt nicht direkt beschießen kann, wenn ihr mich fragt. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Okay. Dann legen wir mal los und gucken mal, wie es läuft. Kann natürlich auch sein, dass die Bogenschützen von denen irgendwo ganz woanders noch sind, aber dann... Dann sehe ich sie nicht. Dampfpanzer habe ich gerade auch kurz noch mal nicht mehr gesehen. Das mit dem Dampfpanzer ist wirklich nicht sehr angenehm. Jetzt gucken wir mal, dass wir das jetzt noch fertig gebaut bekommen. Jetzt zeigen wir uns ganz kurz. An dieser Stelle. Das ist ein Technikus. Boah, wie übel der getroffen hat! Machst du eigentlich auch Schaden oder guckst du nur? Ja, da drüben sind die da jetzt. Okay. Die müssen wir jetzt angreifen. Wir versuchen unser Glück. Auch mit den Krötis, die jetzt da unten sich noch befinden. Die sind wenigstens ein bisschen schneller. Ne, ich glaube nicht, dass ich auch nur ansatzweise hier Erfolg haben kann. So viel Schaden, wie die hier machen gerade eben. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Nummer. Ne, das war's. Lol, okay, wir hatten wirklich keine Chance. Ja, also das habe ich jetzt gerade eben mal als Lehrgeld bezahlt. Oh, du hast uns wirklich gestellt hier. Boah, ich weiß aber nicht. Ich will fresh gegen sie kämpfen, wenn ich darf, ne? Also wenn ich in einer solchen Situation... Jetzt habe ich Hunger. Verdammt, wir haben Essen verloren. Und wir verlieren jetzt auch die Festung Steyr? Jetzt bitte erzählt mir nicht, dass ich das hier auch nicht schaffe. Also ich meine, die sind super duper gefährlich, aber das... Ich will das nicht einsehen. Das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Heute mal wieder ein bisschen kürzer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.